Startposition. Stehe hüftbreit parallel zum Netz, die Füße zeigen nach vorne und der Schlägerkopf nach oben. Ausholen in der Rückwärtsbewegung. Und mach viele kleine Schritte zur Anpassung an den Ball. Absprung vom hinteren Bein nach hinten oben und Landung auf dem linken Bein. Treffpunkt am höchsten Punkt über dem Kopf, im Sprung in der Luft, nahezu gestreckter Arm und das Handgelenk ist stabil. Und dann wieder in den Split-Step nach vorne. Halte den Ball bis zum Treffpunkt im Blick. Heiligenscheinposition und Schulterkippe. Jetzt gut zu sehen, Schläger links im Rucksack und rechts hoher Ellbogen. Trainingsaufgabe: Spiele 10 Schmetterbälle aus dem Sprung. Bewege dich nach jedem Schlag vor die T-Linie und jeder Treffer ins Feld gibt einen Punkt. Ziel sind 5 Punkte. Dann kann's weitergehen.